Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zur 83. Let's Play Nintendo 64 Episode und heute mit einem Spiel von Electronic Arts, nämlich Hot Wheels Turbo Racing. Also, nach Holy Magic Century und dezenter RPG-Kost letztes Mal geht's dieses Mal wieder auf die Piste. Ja, und Hot Wheels ist so ein Spiel, was mich sehr zwiespaltet. Ich finde es eher so mäßig, aber wenn ich spiele, macht das mir dann doch Spaß. Also ganz, ganz komisch. So, wir sind jetzt schon im Hauptmenü, wie ihr seht. Und wir können hier ein Rennen fahren oder einen Wagen aussuchen oder eine Strecke aussuchen. Anmelden, weiß ich gar nicht, was das ist. Ihr seht, das Spiel ist für zwei Spieler geeignet. Links ist mein Auto, rechts steht Start drücken. Aber geht ja nicht, weil ich gerade alleine zocke. Und in die Optionen können wir mal reingehen. Hier haben wir den Schwierigkeitsgrad, der ist momentan auf normal eingestellt. Die Musik, die Soundeffekte, Sprache und die Steuerung, alles soweit eigentlich okay. Und ich denke, wir verlieren mal keine Zeit. Ich nehme jetzt mal einen Wagen, wir können uns den Wagen mal anschauen. Der sieht ja irgendwie ganz, ganz komisch aus, dieser Stealth-Wagen. Auch von den Texturen her. Der sieht schon besser aus, Street Rodder. Dann haben wir noch Strip-Teaser. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alles echte Matchbox-Autos oder Hot Wheels-Autos sind. Keine Ahnung, ich habe mich mit Hot Wheels nie beschäftigt, auch als Kind nicht. Ich nehme einfach mal den hier, Hot Wheels Racer, der klingt auch ganz gut. Und, joa, was nehmen wir denn für eine Straße? Kalte Fusion, Kommandozentrum, Helicrash, Tagesanbruch ist die erste. Und ich denke mal, dann gehen wir sofort ins Rennen. Drei Wege zum Sieg, Crashen, Rennen, Stunts. Also klingt schon mal vielversprechend. Man kann also crashen, man kann Stunts vollführen und natürlich auch das obligatorische Rennen fahren, ist ja klar. So, jetzt geht's auch schon auf die Piste. Ihr seht, Grafik ist recht bunt gehalten, Texturen sind sehr einfach, vor allem die Begrenzungstexturen, die Wegbegrenzung. Die Autos dagegen sehen ganz nett aus. Was das Spiel aber wirklich kann, ist auf Speed schalten, weil das Spiel recht schnell ist, wie ihr gleich sehen werdet. Also ich bin jetzt hier... ja, sofort im Rennen und die Autos fliegen hier gerade auch schon extrem rum. Und man kriegt jetzt quasi für Stunts und für Tricks und alles Punkte. Man muss natürlich als Erster ankommen, aber es geht natürlich auch darum, so stylisch wie möglich ans Ziel zu gelangen. Und die Strecken erinnern alle an diese Hot Wheels Strecken, die man sich dann auch als echtes Spielzeug zusammenbasteln kann. Wie gesagt, ich habe das damals nie gemocht. Ich mochte diese ganzen Spielzeugautos damals nicht, war nie so der Fan davon. Ich habe dann lieber irgendwas, irgendwas gezeichnet oder so. Ich war eher so ein kreativ angehauchter Typ. Da hat mich das Spielen mit Spielzeugautos nie gereizt. Und deshalb kann ich zur Hot Wheels Lizenz auch nicht viel sagen, außer dass ich glaube, dass das Spiel, wie gesagt, extrem an dieser Hot Wheels Lizenz aufbaut. Diese komische Energie... Barriere hat mir gerade ein Turbo gegeben, wie ihr gesehen habt. Und ja, hoppala, jetzt bin ich sogar explodiert. Ich bin Sechster, also ihr seht, ich bin ein ziemlicher Noob in dem Spiel. Ich weiß aber, dass man das Spiel definitiv spielen kann, weil ich das schon eine ganze Weile gezockt habe. Als ich es mir nämlich für die Sammlung gekauft habe, habe ich mir anfangs gedacht, okay, muss sein, weil, ne, für die PAL-Sammlung. Aber dann habe ich es eingelegt und es ist wirklich nicht schlecht. Man muss halt... später irgendwann einfach ein Handling für die Fahrzeuge entwickeln. Ihr seht, die fliegen hier alle extrem krass rum und man muss ein bisschen sich an die Physik-Engine gewöhnen des Spiels, aber einmal wenn man einmal den Dreh raus hat, dann macht Hot Wheels doch relativ viel Spaß, weil es einfach anders ist. Es ist nicht dieses typische Rennspiel auf dem N64, was jetzt in Richtung Fun Racer geht oder Arcade Racer wie Rush, sondern das macht irgendwie so ein Spagat zwischen Arcade und Fun Racer, wie ich finde. Und das macht das Spiel eigentlich so spielenswert. Die Kurse sind extrem abwechslungsreich, man fährt hier durch Loopings und alles drum und dran. Wie gesagt, die Fahrzeuge sehen gut aus. Musik kann man leider vergessen, grafisch ist es ganz nett und dementsprechend kann man es, wie ich finde, wirklich spielen. Wenn man einmal den Dreh raus hat, wie das Ganze denn hier funktioniert mit, ihr seht gerade, mit dem ganzen Rumfliegen. Also, ich habe das damals, wie gesagt, eine ganze Weile gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe die ein oder andere Stunde damit verbracht, als ich mir das Spiel vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, mal günstig im Internet gekauft habe. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass das Spiel existiert. So sehr ist mir Hot Wheels damals irgendwo am Hintern vorbeigegangen. Aber...
Ich wurde eines Besseren belehrt. Es macht schon Spaß. Ich bin sogar Zweiter, wie ihr seht. Ich habe mich also nach vorne gearbeitet. Ich kann Z drücken und mir einen kleinen Schub verleihen. Aber ich muss halt aufpassen, dass ich nicht lenke oder nicht zu krass lenke, wenn mein Auto in der Luft ist. Dann passiert nämlich Folgendes. Also ihr habt gesehen, zu krass gelenkt in der Luft, dann könnt ihr das Auto nämlich im Flug bewegen. Und das solltet ihr nicht tun, da ihr sonst ausbrecht mit dem Ding. Ja. Jetzt aber gerade wieder auf den zweiten Platz zurückgekehrt. Und ja, ja, da sehe ich auch schon den ersten. Schade ist, dass Hot Wheels nur zu zweit funktioniert. Ein Vier-Spieler-Modus wäre halt ganz geil gewesen. Och Mann. Und ich werde hier gerade extrem in die Mangel genommen und wurde gerade auf einmal von drei Autos überholt. Und schon bin ich vom zweiten auf den fünften Platz gelandet. Also es geht ganz schnell. Die KI ist auch echt nicht ohne. Das Spiel ist alles andere als einsteigerfreundlich. Also man darf sich nicht irren und sagen, das Spiel sei einfach. Ist es nämlich nicht. Das ist aber bedingt wirklich durch diese Physik-Engine des Spiels, weil die Fahrzeuge wie, haha, und jetzt kommt es, Spielzeugautos, durch die Luft wirbeln. Ja, ich weiß nicht, ob das Spiel auch damals auf anderen Konsolen erschienen ist. Ich habe mich nie so genau informiert, weil ich, wie gesagt, einfach das Interesse nie hatte in Hot Wheels. Aber ich weiß, dass es auch Hot Wheels auf anderen Konsolen gibt. Ich weiß dann nur nicht, ob das die genaue Umsetzung dessen ist, was ich hier gerade daddel. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Und ihr seht, die Fahrzeuge, die gegnerischen, sind mir extrem nah auf den Fersen. So, man kann hier auch Loopings fahren, wie mir mein Frontmann gerade gezeigt hat. Der Gegner. Ach, Looping ist eigentlich schon Saltos. Saltos schlagen in der Luft, das wollte ich sagen. Ja, aber ich führe gerade noch an. Ich hoffe, dass ich dieses Rennen dann auch siegreich beenden werde. Und es sieht relativ gut aus. Ich darf halt jetzt nur nicht crashen oder so, das wäre weniger fein. Es erinnert so ein bisschen an Destruction Derby, finde ich. Zumindest ein bisschen. Von, von dem Aspekt des Crashens und Stunts schlagen und so weiter. Aber, wo war ich vorhin dran? Genau, ich wollte ja euch noch ein bisschen zu der Lizenz an sich erzählen. Also Hot Wheels gibt es auf diversen anderen Konsolen. Ich glaube, das aktuellste, was ich da gesehen habe, ist ein Hot Wheels Spiel für die Wii oder Wii U war das sogar. Aber auch das habe ich nicht gespielt, weil es mich nicht sonderlich gejuckt hat. Ich habe letztes Jahr ein Hot Wheels Rennspiel für die PlayStation geschenkt bekommen von einem meiner Zuschauer. Und da hieß es auch von einigen Seiten in den Kommentaren, dass Hot Wheels auf der PlayStation 1 ein recht geiles Spiel ist. Muss ich aber wirklich, ehrlich gesagt, noch spielen, habe ich noch nicht getan. So, ich bin Erster geworden. Also von daher war das schon ganz gut. 5 Minuten 21 gefahren. Und das hat schon Spaß gemacht, muss man sagen. Also echt nicht schlecht. Ich werde jetzt mal eine zweite Strecke fahren. Schlangenflussmine, Weg nach Rustwell. Kalte Fusion. Mal gucken, vielleicht ist das ja eine Eisstrecke. Ich nehme mir mal ein neues Auto. Hier, Powerpipes. Der sieht doch mal ganz nett aus. Und dann fahren wir mal eine zweite Runde, ein zweites Rennen. Und dann gucken wir uns mal die zweite Strecke an. Von, ich glaube, 5 nur insgesamt. Also Umfang ist leider recht begrenzt. Deshalb hätte ich es damals für Vollpreis gekauft, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. Aber so für ein paar Euro kann man sich das Ding auf dem N64 schon gönnen. Wenn ihr es also noch nicht gespielt habt, könnt ihr da echt mal einen Blick riskieren, während ich hier versuche, mich durch diese Schneepiste zu schlagen. Aber der Turbo, den ihr da bekommt, der hilft euch da schon das ein oder andere Mal aus, wenn ihr dann nicht in gegnerische Fahrzeuge crasht. Und also ihr seht auch die... Ach, scheiße, das war scheiße. Die sind mir jetzt alle davon gefahren. Ihr seht, man fährt immer 4 Runden und auch die, das Streckendesign ist recht unterschiedlich. Also wir haben jetzt hier die Schneestrecke. Aber auch, dass man zum Beispiel immer wieder 2 Wege hat oder sogar 3 Wege, also alternative Wege auf der Strecke, das macht schon etwas aus, finde ich. Das ist etwas, was zum Experimentieren einlädt, dass man dann sagt, okay, ich probiere eine Runde jetzt so zu fahren, die andere mal anders. Und ich glaube, das ist auch, das sorgt für einen gewissen Wiederspielwert bei Hot Wheels. Das hat man auf anderen oder bei anderen Rennspielen ja so in der Form noch nicht. Und wenn ich sehe, wie die Kontrahenten hier gerade rumfahren, ist das schon echt nicht ohne. Und ich komme hier gerade mit meinem Fahrzeug weniger klar. So, ich muss wieder mal in die Bahn lenken und gucken, dass ich hier vorankomme. So, das nächste Mal, wenn ich so hoch abspringe, versuche ich mein Salto wie die Kollegen vor mir. Müsste doch zu schaffen sein bei der Physik hier. Aber ich bin schon Erster. Und hoffentlich halte ich die Position jetzt. Aber es ist, glaube ich, doch gar nicht so einfach, ein Salto zu fahren.
zu drehen. Aber was ich auch sagen muss, das ist ganz geil, ist, dass die Steuerung funktioniert. Also es sieht vielleicht auf dem Video relativ chaotisch aus, weil die mich teilweise auch von der Piste drängen. Aber die Fahrzeugsteuerung ist wirklich gut. Man muss sich halt nur daran gewöhnen, dass die Fahrzeuge sich in der Luft extrem schnell drehen lassen und somit extrem ausspringen, wenn ihr denn nicht aufpasst. So, dann kann euch halt passieren, dass ihr irgendwie euch um die eigene Achse dreht und andere Fahrzeuge abbekommt, die in euch reinfahren. Oder Schaden von anderen Fahrzeugen abbekommt. Und das ist dann natürlich weniger cool. Aber sonst muss ich die Steuerung echt loben. Die ist nämlich richtig, richtig gut gelungen. Da kenne ich andere Rennspiele mit einer schwerfälligen Steuerung, wie zum Beispiel das erste Rush. San Francisco Rush war nämlich für meine Verhältnisse recht grausam. Da musste ich lange, lange Zeit aufbringen, um mich da dran zu gewöhnen an die Fahrzeugsteuerung. Das ist bei Hot Wheels zum Glück anders. Und wenn man so ein paar Strecken gefahren hat, dann macht das schon Spaß. Also wie gesagt, wenn ihr es für ein paar Euros findet, könnt ihr euch das Ganze echt mal anschauen. Und wenn ihr andere Hot Wheels Spiele gezockt habt auf anderen Konsolen, dann könnt ihr gerne eure Erfahrungen mit mir teilen und mir erzählen, ob ich eventuell das ein oder andere Hot Wheels Spiel nachholen sollte, weil wie gesagt, ich kenne eigentlich nur dieses hier, obwohl ich noch eins für die PlayStation habe. Aber da bin ich noch nicht zugekommen. Und was ich halt hier sagen muss, die Texturen, was mir halt gerade auffällt, die Texturen und alles, der grafische Aspekt, das ist, oh scheiße, zwar alles, oh komm, das kann doch nicht wahr sein. Ihr seht also ein Fehler und das ganze Rennen ist scheinbar verkackt. Wie gesagt, die Texturen sind relativ einfach gehalten, aber das Spiel hat eine recht scharfe Darstellung. Also das sieht man eventuell jetzt bei euch im Video nicht so schön, weil ich ja auch ein Capture-Gerät dranhängen habe, aber ich spiele das gerade auf einem Röhrenfernseher, auf einem ganz normalen altmodischen Röhrenfernseher und da sieht Hot Wheels Turbo Racing schön gestochen scharf aus und in Kombination mit diesem bunten macht das optisch eigentlich einiges her. Es gibt keine Nebel, natürlich Texturen bauen sich im Hintergrund auf. Aber das hat man ja bei anderen Spielen auch so gehabt und das hält sich hier auch echt in Grenzen. Also wenn ihr jetzt gerade mal drauf achtet, viel Nebel haben wir hier nicht. Und das hat schon was zu bedeuten. Wenn ich mir dagegen jetzt mal wieder Rush 2 angucke oder Rush 1, da sieht das mit dem Nebel ja doch ganz anders aus. Da ist es ja doch so, dass viel Nebel genutzt wird. Ja gut, wobei, da will ich jetzt auch fair bleiben, in Rush fährt man ja auch wirklich in Städten und da sind die Strecken ein bisschen ausgiebiger. Aber für das, was Hot Wheels ist, nämlich ein Fun Racer auf Lizenz der Spielzeuge, ist es auf dem N64 wirklich ein solides Spiel geworden. So, ich bin wieder Erster geworden. Na, habt ihr das gesehen? Ich denke, ich werde jetzt mal ins Hauptmenü zurückgehen und eine dritte Strecke starten, die aber nicht zu Ende fahren, sondern da einfach noch ein bisschen mit euch drüber labern. Wir nehmen mal die Schlangenflussmine. Und ja, ihr könnt gerne eure Erfahrungen, oh, das ist ja auch schick aus Jet, Shadow Jet. Ihr könnt ja eure Erfahrungen mit diesem Spiel mit mir teilen, wenn ihr, ja, ich will den spielen. So, wenn ihr also das Spiel früher mal gezockt habt, dann könnt ihr da gerne mal was zu erzählen. Wie fandet ihr es, wenn ihr es gespielt habt? Und wenn ihr auch die PlayStation-Fassung gespielt habt, könnt ihr mir gerne erklären, was für euch besser ist. Die N64 oder die PlayStation-Fassung. Ich für meinen Teil kann Hot Wheels Turbo Racing auf dem N64 recht gut empfehlen und ja, hoffe, dass ihr Spaß hattet an diesem kleinen N64-Video. Demnächst geht es weiter mit dem nächsten Rennspiel. Welches das ist, seht ihr dann am Donnerstag. Jetzt mit diesen Bildern, mit meinem drehenden Auto, verabschiede ich mich von euch. Dieses Mal kriegt ihr eins mächtig auf die Fresse. Und hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaltet einfach ein anderes Video ein. Bleibt kurz dran und ich zeige euch nochmal zwei Videoempfehlungen. Ansonsten diskutiert mit, liked, shared und teilt das Video, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, wir sehen uns spätestens am Donnerstag mit dem nächsten Let's Play Nintendo 64 Video. Ich für meinen Teil bin jetzt weg. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.